Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 422. Na, Jenny kümmert sich gerade um die Babys, das ist sehr gut. Ja, und du kleiner Mark, du wartest drauf, dass dich jemand badet. Ja. Er hat wohl vor, seinen großen Bruder zu fragen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und was gibt's denn? Ja, bade mich, ich stinke. Baden bitte. Ja, jetzt, wo du schon mal da bist, kannst du das auch mal machen. Du hast zwar heute schon Babys gewickelt. So. Na, da ist ein Baby aber sehr zufrieden. Ich genieße das irgendwie immer mehr, große Kinder im Haus zu haben, wenn der Platz im Haushalt das zulässt. Weil das ist einfach schön, wenn dann noch jemand da ist, der die Kinder mal baden kann und ihnen mal was beibringt und mit ihnen spielt und so. Das finde ich schon toll. Und sie machen das ja auch sehr oft freiwillig. So, Luis, wie sieht's denn bei dir aus? Nicht fast ausgeschlafen, aber halb. Ich würde sagen, ich wecke den jetzt nochmal kurz auf und sag ihm, dass er was essen soll. Dann kann er vielleicht die Nacht über durchschlafen. Und der Mark, ja, der hat den Tag wirklich zur Nacht gemacht und umgekehrt. Weißt du was, du gehst jetzt einfach nochmal aufs Töpfchen, mein Lieber. So, der ist ja bald soweit. Der könnte eventuell morgen soweit sein. Ja, und dann kann er im Lauf der nächsten Woche seine Schullaufbahn hinkriegen. Hat dann zwar leider nicht das Wochenende nutzen können zum Leveln, aber ich denke mal, ja, er hat dann ja fast eine ganze Woche von Dienstag bis Freitag. Ja, das sollten wir schon versuchen. Und jetzt wird's spannend. Der Luis, unser anti-autoritäres Kind, wow, hat die Fantasie schon fast bis 5 gelevelt. Bewegung ist auch schon 3. Und Denken ist auch schon sehr gut. Ja, Töpfchen hat er bald Level 2. Immerhin ist er ja schon irgendwie 2-mal gegangen oder so. Und mit der Kommunikation sieht das noch ein bisschen dürftig aus. Ich meine, man könnte natürlich einfach mal mit ihm reden. Aber das muss von selbst passieren. Jetzt in dieser besonderen Situation. Gut. Naja, ich finde, er levelt eigentlich ganz passabel. Dass es mit dem Töpfchen länger dauert, das war eigentlich klar. Und dass es auch insgesamt länger dauert, war klar. Och, wie süß. Aber er kriegt das ganz gut hin. Jo, quatsch doch mal mit deiner großen Schwester. Oh, ah, und jetzt zum Puppenhaus. Ist schon ein sehr fantasievoller Bursche. So, Mädelchen, wie sieht's denn bei dir aus? Ah, du bist fast ausgeschlafen, weil du dir deine kleinen Geschwister zum Vorbild genommen hast und auch den halben Sonntag verschlafen hast, okay?
Dann musst du jetzt noch nicht ins Bett. Oh, ein Baby weint. Sie geht sich ums Baby kümmern, das ist gut. Und der Alex schläft schon. Ja, der wird dann halt irgendwann wach, um zu essen. So. Wann schicke ich sie denn mal sinnvollerweise ins Bett? Naja, vielleicht so etwa gegen Mitternacht oder so. Weil früher macht ja gar keinen Sinn, dann ist sie um 4 Uhr oder um 3 Uhr ausgeschlafen. Und Jenny... Sie ist hysterisch. Stopp. An Hysterie kann man sterben. Das ist die Steigerungsform von sehr verspielt. Versuch mal, dich zu beruhigen. Da wollen wir echt nichts riskieren. Sie sieht gar nicht so hysterisch aus. Sie geht da ganz normal die Treppe hoch. Aber, ja, einmal ist sie mir schon gestorben. Wegen Hysterie. Einfach so, ganz normal, so wie eben. Nichts Besonderes gewesen, kein besonderes Spielereignis oder so. Sie war dann einfach plötzlich hysterisch, weil sie ein lustiges Gespräch hatte oder so. Und weil sie eine Nähe zu einem Kleinkind hatte. Gut, jetzt ist sie nur noch sehr verspielt. Da stirbt man nicht dran. Gut. Uff. Ah ja, warum habt ihr das nicht mitgekriegt, dass sie dran gestorben ist? Ich habe die Folge einfach nochmal neu gespielt. Ich speichere immer nach jeder Folge und habe gesagt, nee, Jenny, sterben geht gar nicht. Also habe ich dann einfach nochmal die Folge von vorn angefangen und dann wurde sie auch wieder hysterisch und dann habe ich sie aber sich beruhigen lassen. Und jetzt ist sie beruhigt und sehr glücklich und mir fällt ein Stein vom Herzen. Weil das kann einem schnell mal entgehen, man kriegt das gar nicht mit, wenn man nicht hier drauf achtet. Die laufen so ganz normal rum und sind hysterisch und plötzlich fallen sie tot um. Ich habe auch den Eindruck, dass die häufiger mal hysterisch werden heutzutage. Das war früher nicht so ausgeprägt. So. Tja, ich denke mal, eigentlich könnte er dann auch ins Bett gehen. Ja. Ja, ich schicke ihn mal ins Bett. Und der wird morgen relativ schnell hoffentlich hier 2-3 Mal aufs Töpfchen gehen und ein bisschen mit Bauklötzen spielen. Und dann können wir seinen Geburtstag feiern. Und ab dann hinkt der Luis hinterher. Das ist dann ja das Interessante. Zu sehen, wie lange braucht der? Fantasie Level 5, super gut. Sorry, ich musste gerade husten. So. Jo. Ich finde das erstaunlich, wie unausgewogen das ist. Aber das ist ja oft mal so. Bei manchen Kindern ist es einfach sowieso so. Und ich denke mal, wenn man es einfach machen lässt, was sie wollen, dann passiert das noch eher, dass sie halt das, was ihnen besonders Spaß macht, besonders viel machen. Und das, was sie nicht so interessiert, das machen sie halt eher wenig. So. Sonja. Oh, Sonja macht Hausaufgaben. Zusatzhausaufgaben. Oh, ja, die kannst du gerne noch fertig machen. Und dann solltest du ins Bettchen gehen. Und die Jenny leert irgendeinen Mülleimer aus. Das ist auch gut. Gucken wir mal, wie ihre Beziehung zu den Babys ist. Freundin und Freund.
Gut, also noch keine guten Freunde. Ich habe da auch noch keine Nachricht gesehen. Aber ich denke mal, das ist bald soweit. So. Insgesamt ist es vielleicht auch besser, sie irgendwie tagsüber zu Kleinkindern zu machen. Obwohl, naja, wenn sie nachts zu Kleinkindern werden, kann man sie auch einfach ins Bett schicken. Also insofern nimmt sich das, glaube ich, nicht so viel. Wir nehmen es, wie es kommt. So. Ja. Also wenn die Babys gerade zufrieden sind, finde ich deren Geräusche sehr niedlich. Aber wenn sie schreien, dann ist das fast wie im echten Leben. So, gleich fängt eins an zu schreien, aber jetzt schicken wir hier erstmal die Sonja ins Bett. So, er schläft, das ist gut. Ja. Nö, 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 bleib mal hier. Ah, jetzt ist das Baby auch zufriedener und dann kannst du machen, was du willst. Ja, wie sie da liegen und gemütlich vor sich hin strampeln. Manche Babys machen das sogar in echt. Mein jüngstes Enkelkind, die ist jetzt so ein halbes Jahr alt, die liegt oft so da und vergnügt sich. Die hat dann aber so ein Spieldings über sich, wo dann so Sachen dranhängen und dann kannst du da so dran werfen. Oh, ich habe den Streichetag völlig verpeilt. Ja, da hat man echt Grund zum Weinen. Oh, Jenny geht schon hin. An Brust nehmen. Okay. Gut, wenn du weißt, was zu tun ist, dann ist gut. Jetzt war es gerade mal für eine Sekunde war er eingeschlafen und auf. Tja, der Streichetag. So voll verpennt. Dabei habe ich ihn ja zur Notiz genommen und dachte dann auch, na ja, dann können wir später was machen. Und dann habe ich es voll verschwitzt. Aber es ist irgendwie auch nicht so mein Ding mit Streichetag. So, wie viel haben wir denn da noch? Zwei und dann gucken wir mal. Das sieht eigentlich noch recht voll aus. Oh, 2 mal 7, hier 8. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht so bald wieder nachkochen. Nee, da braucht Jenny nicht so schnell kochen. Jenny, guck mal, da schreit ein Baby. Manchmal weißt du genau, was zu tun ist. Und manchmal eben nicht. Tja, ich bin gespannt, ob jetzt am Montag früh, also wenn morgen ist, ob dann wieder die Pflanzen Früchte tragen. Oder ob da irgendwie was kaputt gegangen ist. Ich meine, selbst wenn der Garten nie mehr funktionieren würde, wäre das für Jenny nicht schlimm. Mit so viel Geld kommt man auch noch über die Runden für die nächsten 10 Kinder. Aber das wäre natürlich irgendwie trotzdem schon besorgniserregend. So, jetzt schlafen sie friedlich und satt. Super gut. Und Jenny kümmert sich hier um diesen Teich. Wir fallen nicht rein. Der ist ja schon auch ein bisschen gefährlich, dieser Teich.
Aber bisher ist mir da noch keine aus Versehen gestorben. So. Ah ja, und wie erwartet ist der Alex mitten in der Nacht aufgestanden zum Essen. Und dann kannst du auch eigentlich gleich noch duschen. Und dann wird es auch bald Zeit, in die Schule zu gehen. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen schneller. So. Ja, sie ist dann auch relativ bald ausgeschlafen. Der Luis auch. Ja, der mag auch. Vielleicht wird das mal wieder ein Tag, wo die Kleinkinder morgens aufstehen und dann abends müde ins Bett fallen. Das wäre doch klasse. So. Ah, sie ist wach. Und es ist 6 Uhr. Gut, dann steh mal auf, meine Liebe. Hol dir was zum Essen. Und vielleicht kannst du dann ja noch mit deinem Bruder quatschen. Oder mit deiner Mutter. Weil sie braucht ein bisschen was Soziales. Schwärm doch mal von der Natur. Und eine tiefgründige Unterhaltung wäre doch auch eine tolle Sache. Aber am besten isst du dabei. Ja. Und du, mein Lieber, na, der könnte schon auch ein kleines Schwätzchen gebrauchen. Das holt er sich jetzt auch direkt. Nur jetzt geht er wieder weg. Na, dann halt doch einfach auch mal. Oh, wie wär's mit einem von Herzen kommenden Kompliment? Das ist doch eine feine Sache. Und dann könntest du vielleicht über Fitnesstechniken reden. Ein bisschen umarmen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Mal gucken, ob wir das schnell wieder kriegen. Oh, beste Freunde werden. So. Ah, falls ihr euch wundert, warum ich das nicht mache, dass beste Freunde werden. Immer wenn man beste Freunde wird, dann ist man mit jemand anders nicht mehr beste Freunde. Und das finde ich immer so traurig. Darum habe ich aufgehört, dass Jenny mit ihren Kindern beste Freunde wird, weil dann ist sie immer mit jemand anders nicht mehr beste Freunde. So, Kindersleut. Na, so kann man eigentlich nicht mehr sagen zu den Großen. Es wird dann bald Zeit, in die Schule zu gehen. Na, er freut sich, dass er von seiner Mutter so gut unterstützt wurde. Das ist doch toll. Hat sie das auch? Nö. Tja, Jenny, die Babypflicht ruft schon wieder. Ah, schmutzige Windel. Jawohl. Und dann kannst du gleich noch eine kleine Runde liebkosen. Und dann sehen wir, ob sie beide noch hungrig sind. Ah, gute Freunde sind sie geworden. Sehr gut. So. Ja, dann hoffen wir, dass das mit, wie heißt der Kleine hier? Markus. Dass das mit Markus auch gleich klappt. Sonja, es ist Schulzeit. Am besten gehst du gleich. Es ist schon 7:45, meine Liebe. Ja, sehr gut. So, fleißig lernen. Aha. Der Max Villarreal lädt uns zu einer Gruppe ein.
Nö, wir haben unsere eigenen Gruppen. Der ist der Vater von diesen beiden. Man muss sich gleich mal gucken. So. Von Alex und Sonja, von den beiden Großen ist er der Vater. Tja, wie schnell die groß geworden sind. Na, und Jenny badet ihn jetzt freiwillig. Na, das ist doch schön. Okay. Sehr gut. Und wir haben eine Rückzahlung erhalten. Wo, ah ja, für den Null Simoleon. Tja. Aber ich glaube, wir haben Geld ausgegeben hier für diese Wandvertäfelung. Da hätten wir eigentlich mehr kriegen müssen. Nun ja. Ah, ich wollte mal gucken. Da trägt der Garten wieder Früchte. Das ist gut. Und lasse ich die Jenny gleich mal ernten. Wobei, mit Markus ist sie da jetzt auch gut Freund geworden und ich habe es übersehen. Und dann muss ich mit dem nochmal schmusen. Ja. Okay, gut. Na, dann würde ich sagen, wir lassen die jetzt noch älter werden. So. Und danach sage ich ihr dann noch, dass sie gärtnern soll. Jenny, wir kriegen zwei neue Kleinkinder. Sie ignorieren. Jawohl. Ja. Ja, hat die aber eine Kurzhaarfrisur. Ja, gut, manche Babys haben das, ja. Also auch manche Kleinkinder. So, ja, ja. Sehr schön. Wunderbar. Wie sie hier auf die Mama zurennt. So halb fallend. So. Huch. So. Und gehst gleich mal im Klo wühlen. Ja. Gleich mal Spaß haben. Ach, und der Markus, der hat jetzt die Langhaarfrisur gekriegt. Und sieht aus wie sein Bruder. Na, ich glaube, da muss ich gleich noch mal schnell in den Kass eilen. So. Sehr gut, Jenny. Du kannst jetzt mal zum Gärtnern gehen. Oioioioioi. Verkauf erstmal alles und dann kannst du dich um den Garten kümmern. Und ich hüpfe mal schnell mit den neuen Kleinkindern in den Kass. Da wird man ja ganz verwirrt. Der eine ist zwar nur noch ganz kurzfristig. Wie heißt der? Muss ich gleich mal gucken. Also der eine wird ja gleich ein Schulkind heute noch. Der Markus. Der Mark. Okay. Kein Wunder, dass ich verwirrt bin. Der eine heißt Mark und der fast genauso aussieht, also was die Frisur angeht, heißt Markus. Aber so hatte ich halt die Namensvorschläge. Gut, jetzt. Du kriegst jetzt eine Jungenfrisur. Ich finde das zwar sehr niedlich so. Nun, diese hier, ist die neu? Relativ neu. Dann nehmen wir mal die. Die sieht doch sehr niedlich aus. Gucken wir mal, was du so anhast. Das sieht eigentlich auch ganz putzig aus. Ja, ich denke mal, damit können wir leben. Gut. Und jetzt die kleine Barbara. Die kriegt jetzt eine Frisur, wo man
nette Zopfspangen reinmachen kann und so. So. Also gut, auch kleine Jungs mögen gerne hübsche Zopfspangen. Mein Enkel, der hat ganz lange Haare und der hat meistens irgendwie einen Zopf und Zopfspangen, aber er will jetzt kurze Haare haben. Ihm ist es so lästig, dass ihm die Haare immer ins Gesicht hängen. So, ja, Klamotten sieht gut aus. Und das können wir auch lassen. Okay, alles klar. Jo. Na, dann sind wir doch schon gut weitergekommen. Neue Kleinkinder. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob diese Kleinkinder den Louis überholen. Das hängt halt davon ab, wie oft der Louis freiwillig aufs Töpfchen geht. Und wie sehr der Louis bereit ist, mit anderen Menschen zu quatschen, ohne dass ich ihm das auftrage. Eieiei, so viele Geschenke. Eieiei. Und Rechnungen. Jenny, ich muss dir noch was zu tun geben. Du musst dann noch Rechnungen bezahlen. Und dann mache ich aber mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.